Vor über 10 Jahren wurde dieser Film angekündigt. Endlich können wir die Lebens- und Bandgeschichte von Freddie Mercury und Queen auf der großen Leinwand erleben. Für euch hier nochmal vorab der Trailer zu Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Die Show hat mir gefallen. Außerdem schreibe ich Songs. Unser Leadsänger ist ausgestiegen. Das heißt, ihr braucht einen neuen. Ich liebe es, wie du dich auf der Bühne bewegst. Der ganze Raum gehört dir. Siehst du nicht, was du sein könntest? Niemand wird uns im Radio spielen. Versuchen wir es experimentell. Noch eins. Nochmal. Wie viele Galileos willst du noch? In dieser Band ist nur Platz für eine Drama-Queen. Klar, Roger? Merkt euch meine Worte. Niemand wird Queen spielen. Das Glück ist mit dem Mutigen. Freddy, etwas zu Ihrem Privatleben. Da gibt es nichts zu wissen. Ich mache Musik. Ich will für die Leute einen Song schreiben, bei dem sie mitmachen können. Wie geht der Text? Bereit, Freddy? Tun wir es. Du musst es langsamer angehen, Fred. Sie brauchen nur ein bisschen Zeit. Wenn ich keine Zeit habe. Du bist eine Legende, Fred. Wir sind alle Legenden. Bohemian Rhapsody. Ab 31. Oktober nur im Kino. Lange wurde an diesem Projekt gearbeitet. Sacha Baron Cohen sollte auch ursprünglich mal eine der Hauptrollen, nämlich die von Freddie Mercury, übernehmen. Stieg dann aber aus dem Projekt aus, weil er sah, dass man sich irgendwie mehr um die Bandgeschichte auch nach dem Tod von Freddie Mercury kümmern wollte. Und fand das nicht alles so wirklich passend. Und da wurde sehr, sehr viel über diesen Film diskutiert. Ich will das eigentlich nur kurz anstreifen, denn das spielt am Ende bei dem fertigen Film keine Rolle mehr. Ich glaube, wir können sogar fast alle dankbar sein, denn Rami Malek, den man ja schon im Trailer sieht, wie unglaublich überzeugt er Freddie Mercury spielt, nimmt hier wirklich das Heft komplett in die Hand und reißt auch den kompletten Film an sich. Das aber nicht auf eine unsympathische Art und Weise, sondern einfach aus dem Grund, dass er hier nicht Freddie Mercury spielt, sondern gefühlt wirklich ist. Und das ist eine schauspielerische Leistung, die doch während des Films immer mal wieder für Erstaunen sorgt, gleichzeitig aber eben auch mal für ein Tränchen im Auge und insgesamt einfach für ein tolles Erlebnis, was dadurch noch gekrönt wird, dass alle anderen drei aus der Band eben auch ihre Sache so sensationell gut machen, dass man wirklich das Gefühl hat, man sieht nicht einen Film über Queen, sondern mit. Und das ist die große Stärke dieses Films, der es wirklich schafft, einem wiederum auch den Mix aus den öffentlichen Auftritten, gleichzeitig extravaganten Partys und Lebenseinstellungen, plus aber eben auch sehr, sehr vielen privaten Momenten, die alles irgendwie völlig ad absurdum führen, die nämlich zeigen, dass ein Mensch auf der Bühne nicht exakt der gleiche und vielleicht auch nicht mal ein bisschen oder annähernd so ist wie im Privatleben. Und da bekommt man sehr gut einen Eindruck davon, wie es auch für Pop- und Rockstars allgemein immer sein muss, die eine Rolle dort zu sein und das Ganze dann aber privat irgendwie kompensieren zu müssen. Das ist wirklich extrem stark. Und damit genau dieses Gefühl, dass man wirklich Queen auf der Leinwand erleben kann, darf eben nicht nur Freddie Mercury passend gespielt sein. Also wie gesagt, Rami Malek, wirklich ein Traum an Performance. Komme ich auch gleich noch mal bei weiteren Details dazu, sondern eben auch die restlichen Mitglieder. Und da haben wir mit Gwilym Lee als Brian May wirklich jemanden, der ihm
aus dem Gesicht geschnitten zu sein scheint. Was absurd ist, wenn man sich ihn jetzt ohne Locken anschaut, denkt man sich so, hä, der war doch gar nicht im Film zu sehen. Aber ist er. Dann noch Joseph Mazzello oder eben auch Ben Hardy als weitere Mitglieder, die einfach von der ganzen Art und Weise, wie dieser Film aufgebaut wurde, sehr viel, sehr bewusstes Queen-Material wirklich liefern. Es ist fantastisch, wie das letztlich umgesetzt wurde. Und da hat Regisseur Bryan Singer eben auch genau in den richtigen Momenten die Geschichte zur angeblichen Bisexualität von Freddie Mercury, die halt eben eher eine Homosexualität wohl offenbar gewesen ist, eben in sehr vielen leisen Momenten viel Platz eingeräumt. Und auch das ist ein Punkt, der dem Film sehr, sehr gut tut, denn so bekommen wir viele Momente gebracht, die wir, glaube ich, so nicht erwartet haben. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht erwartet und die sorgen eben dafür, dass der Film und die ganze Geschichte aber auch zu Queen und die komplette Musik noch obendrauf nochmal einen ganz anderen emotionalen Background bekommen. Und so ist es eben am Ende nicht so eine klassische Biografie, sondern es ist ohnehin nicht komplett alles auserzählt, aber man bekommt einen sehr guten Eindruck, wie das Ganze gewesen sein soll. Da haben wir dann natürlich aber auch noch die Musik von Queen, die den Film logischerweise begleitet. Und auch da merkt man, dass man versucht hat, so authentisch wie möglich auch die Gesangseinlagen in den Film zu bringen. Und es ist letztlich ein Mix aus Originalaufnahmen, aus wiederum bearbeiteten Gesangseinlagen von Rami Malek und einem Soundalike, also Lookalike sagt man ja, ein Lookalike-Double, der so aussieht wie jemand, aber eben es gibt auch Leute, die halbwegs so klingen wie Freddie Mercury. Und das hat man zusammen gemixt und so hat man wirklich nicht eine Sekunde nicht das Gefühl, dass dort nicht Freddie Mercury singt, sondern dass irgendwie was zusammengemischt wurde. Das hat man nicht. Also auch da technisch auf allerhöchstem Niveau gearbeitet worden, was letztlich dann am Ende in der Live Aid-Performance wirklich gipfelt. Es gibt, glaube ich, keine bessere Musik-Performance jemals in einem Film, für mich jetzt gefühlt. Vielleicht spricht da auch noch der Enthusiasmus aus mir heraus, aber wenn man sich gerade mal die Live-Aufnahmen von dem Live-Aid-Auftritt anschaut, so die Originalaufnahmen, da wird einem wirklich fast schon übel, wie unglaublich akkurat das umgesetzt wurde. Jede Bewegung stimmt, das ist einfach gigantisch, wie das letztlich abgefilmt und kreiert wurde. Und wenn man dann auch noch weiß, dass das die ersten Drehtage des Films waren, sprich diese Performance, die scheinbar eigentlich das heftigste und schwierigste des ganzen Projekts waren, das ist zuerst gedreht worden, kann ich keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Und dennoch kommen wir da auch zu ein paar kleinen Schwachpunkten, die der Film definitiv hat. Und da bleibe ich jetzt mal bei der Live-Aid-Performance. Man möchte das Ganze eben riesengroß in Szene setzen. Dabei ist man immer wieder im Stadion und ist immer wieder bei Menschen dabei und möchte eben so diese ganze riesengroße Tragweite dieses Events deutlich machen. Und das sorgt zum einen dafür, dass ich weniger Freddie Mercury auf der Bühne sehe. Und ich denke bei jedem Schnitt ins Publikum so, ich will doch Freddie sehen. Das ist doch so stark, wie sie das da performen. Zum anderen ist es einfach nicht gut genug umgesetzt, dass ich mir einfach merke. Und ich glaube auch, der etwas regelmäßige Kinozuschauer, jetzt muss jetzt kein Experte sein, stellt einfach fest, das ist eben schon aus dem Computer, beziehungsweise die Aufnahmen sind halt nicht wirklich bei einem echten Konzert entstanden, sondern das ist dann so, ja, singt mal mit und werft eure Arme hoch. Da ist die Regie, die ansonsten wirklich meiner Meinung nach keine groben Schnitzer in diesem Film macht, einfach nicht stark genug, sodass ich sage, ey, lieber nur dreimal irgendwie ins Publikum rein, mal kurz Wembley zeigen, ansonsten auf der Bühne bleiben. Wir wollen noch eh die Performance sehen und live, ey, und es ist groß und wir sehen es doch. Das reicht. Das hat mich am Ende des Films immer wieder rausgezogen, sodass ich eben nicht mit einem überschwänglichen Echo rausgekommen bin, weil ich dachte einfach so, oh, schade, bei dem Auftritt, der war wahnsinnig gut gemacht, aber es hat mich immer wieder rausgerissen. Dann gibt es noch so zwei, drei andere klitzekleine Details, bei denen ich sage, ah, da hättet ihr noch mal mehr in die Tiefe gehen können, denn so ist es eben deutlich, welche Probleme Freddie Mercury hatte und auch durch seine extravaganten Partys und durch seinen Lebensstil hat er einfach sehr, sehr viele Probleme in die Band gebracht. Aber war es wirklich so, dass es nur von seiner Seite aus war? Gab es da nicht vielleicht auch noch andere Mitglieder, die heute zufällig noch leben und auf der Bühne stehen, die vielleicht auch noch da was zu beigetragen haben oder zumindest durch ein anderes Verhalten es hätten abschwächen können? Darüber hätte ich ehrlich gesagt noch gerne mehr gesehen. Das ist aber Jammern auf sehr, 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 sehr hohem Niveau, weil der Film ansonsten wirklich extrem viel extrem richtig macht und ich glaube, das ist dann erstmal das, was gerade auch die Fans
beruhigen sollte. Ihr seht wirklich eine Performance, die ist vom allerfeinsten. Sprich, wenn Rami Malek keine Oscar-Nominierung für diesen Film bekommt, dann muss schon wirklich einiges schief laufen. Das ist Schauspiel in Perfektion und eben in Perfektion, weil es nicht nur extrem gut gemacht ist, sondern weil man einfach merkt, dass das Herz von Freddie Mercury zumindest für 2 Stunden und ein paar gequetschte Minuten wirklich in reinster Form nochmal auf der Leinwand schlägt. Und das ist, finde ich, die größte Kunst, die dieser Film hat kreieren können, dass man wirklich das Gefühl hat, man sieht diese 4, man erlebt sie und man lernt sie kennen. Und es ist nicht bloß ein Abfilm von den Highlights einer Band. Denn bis auf Live Aid sehe ich gar nicht so viele Highlights der Band als solche, sondern bin sehr privat und bin sehr persönlich dabei. Ich mochte das. Wie gesagt, es gibt ein paar Schwächen. Ich bin mal gespannt, wie es sich anfühlt, wenn ich den noch ein zweites und drittes Mal sehe. Vielleicht gibt es da nochmal eine Aufwertung, vielleicht geht es auch nochmal runter. Ich weiß es nicht. Vom Gefühl her ist es so erstmal ein extrem guter Film, der sehr viel richtig macht. Tolle schauspielerische Leistung, Musik ist sowieso der Wahnsinn. Hinten raus ein paar Schwächen und ein bisschen an 2, 3 Stellen noch tiefer gehen, als ich es sowieso schon versucht habe. Dann wäre der nahezu perfekt. So ist er sehr gut. 8 von 10 Punkten, Bohemian Rhapsody. Geht ihn euch auf jeden Fall anschauen. Jeder, der sich auf diesen Film freut, wird mit einem Lächeln im Kinosaal sitzen und mit dem Bein wippen und alles, was ihr braucht. Also tut es, der Film ist geil geworden. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. War ein bisschen länger, geht übrigens noch länger. Ich habe nämlich sowohl Rami Malek als auch Willem Lee, den vor allen Dingen besonders lang, zum Interview getroffen. Verlinke ich euch beide Interviews, schaut da bitte rein. Ist immer sehr aufwendig, diese Interviews dann letztlich umzusetzen. Ich freue mich über jeden, der da reinklickt, schaut da rein. Dann sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.